Ich bin so ein bisschen angefressen. Ich wollte eigentlich heute die Terrasse draußen bauen, aber das Holz ist gestern nicht mehr geliefert worden. Jetzt habe ich heute mit Holzprofi 24 telefoniert und die meinten, die rufen gleich bei der Spedition an, was mit dem Holz ist. Dann haben sie mich zurückgerufen, gesagt, die Spedition wird mich heute noch kontaktieren. Und siehe da, jetzt ist gleich 5. Spedition kam heute auch wieder nicht, Anruf ist auch keiner gekommen. Bin so ein bisschen angefressen. Immerhin habe ich mir zwecks Terrassenbau Urlaub genommen und ja, was soll's. Jetzt habe ich heute ein bisschen programmiert und jetzt möchte ich mir noch die Freizeit am Abend ein bisschen vertreiben und habe mir mal wieder so ein kleines Projekt ausgesucht, so ein Mini-Projekt, das ich jetzt noch schnell erledigen kann. Und zwar habe ich das Canon 18 bis 55 mm Objektiv und kann das aber am Speed Booster nicht benutzen, weil der Speed Booster nur EF Objektive frisst und die EFS Objektive, so wie das 18 bis 55 mm ist, die haben hinten so einen kleinen Nubbel. Und jetzt habe ich im Internet ein paar Videos rausgeguckt, wo man sieht, wie man den Nubbel entfernen kann, und dazu zerlegen wir jetzt das Objektiv. Nubbel ist weg, allerdings wenn ich ganz auf Weitwinkel umstelle, dann schlägt die Linse hinten raus an die Linse vom Speedbooster, und das möchte ich auch noch verhindern. Wir begrenzen jetzt noch den Zoom-Nubbel, der innen drin hin und her schlägt, den Anschlag. Dann machen wir noch ein 8 mm Plastikstück dran, damit man nicht mehr voll auf die 18 mm runterschalten kann, die Linse nicht mehr ganz rausfällt. Also dann nehmen wir quasi nur 2 mm weg, dann sind es halt 19 mm im Weitwinkelbereich, aber das reicht ja auch vollkommen. Ich könnte behaupten, Operation ist geglückt. Die Aufnahme jetzt gerade wird mit dem 18-55 mm Canon Objektiv am Speed Booster an der GH5 verwendet. Yay! So, jetzt hoffe ich, dass ich morgen noch erfahre, was bei meinem Holz ist. Ciao!